Eigentlich nicht lustig, aber trotzdem musste ich lachen, als mir mein Arzt den Witz erzählt hat. Und ich möchte den gerne an dich weitergeben, da er eben auf die aktuelle Situation gerade mal wieder passend ist. Es geht um das berühmte Toilettenpapier. Und zwar erzählte er, dass es wohl, als diese Pandemie mal losging im Ärzteblatt, eben aufgrund des Toilettenpapiers so ein Cartoon gab, wo Außerirdische im Raumanzug über, ja, uns praktisch als Leichen drüber stolziert sind. Also wir lagen da wohl mehr oder weniger nackt auf dem Boden rum in dieser Grafik und dann sind da wohl diese Außerirdischen in den Raumanzügen drüber gewandert und haben so geguckt und haben dann halt in so einer Sprechblase stehen gehabt. Naja, tot sind sie, aber saubere Ärsche hatten sie. Und ich musste so lachen, weil, ja klar, saubere Ärsche haben wir, weil wir alle wie verrückt das Toilettenpapier kaufen. Und ja, einerseits erzähle ich dir gerade den Witz, weil es irgendwie vielleicht auch in dieser verrückten Zeit mal wieder was Lustiges braucht. Ist zwar eigentlich wirklich nicht lustig oder komisch jetzt in dem Sinne, aber dennoch, ich musste lachen und du ja jetzt vielleicht auch, weil ich habe den Witz schon auch ein, zwei Leuten hier erzählt und die mussten auch schmunzeln. Also von daher, wenn es jetzt ein kleines Lächeln in dein Gesicht gezaubert hat, dann freut es mich. Und ja, was will ich damit eigentlich noch sagen? Mir kam gerade, als ich gestern und auch heute Morgen noch den Post veröffentlicht hatte bezüglich eben gestiegene Papierpreise, ne, weil mir sagte gestern die Druckerei, naja, das Papier, das kommt halt aus dem Osten, da wirkt sich jetzt halt einerseits Corona aus, deswegen gab es ja schon zum Jahresende und Anfang des Jahres Papierpreissteigerungen von bis zu 70%. Da setzt man sich ja eh schon auf den Arsch, weil es so viel geworden ist. Und er sagte, ja, und es wird nächste Woche wahrscheinlich nochmal drastisch steigen, denn auch der Krieg wirkt sich jetzt negativ aus. Die kriegen wohl in den Druckereien auch hauptsächlich das Papier aus dem Osten. Man macht sich da ja so als Endverbraucher überhaupt keine Gedanken drum, ne? Weil Papier, ne, Druckerpapier oder eben auch natürlich meine Bücher, die im Verlag gedruckt werden, die Karten. Ja, ich mache mir da keinen Kopf drum, wenn ich bei einer Druckerei in Deutschland bestelle, wo die halt natürlich ihr Papier einkaufen. Naja, sagt er auf jeden Fall, es kommt aus dem Osten und da wird es jetzt drastische Preiserhöhungen geben und mit Sicherheit auch Lieferschwierigkeiten, weil sie gar nicht mehr rankommen. Also allmählich fängt es an, echt nicht mehr lustig zu sein, weil man wirklich nicht mehr weiß, wie man kalkulieren soll. Bei sämtlichen Druckereianfragen steht schon immer unten drin Tagespreis, ne? Also dass die Kalkulation wirklich auf Basis des heutigen Tagespreises ist und auch mit Vorbehalt, wenn das Material lieferbar ist. Das heißt, wenn ich heute eine Kalkulation anfrage und vielleicht morgen oder in einer Woche bestellen will, weil ich dann die Druckdaten fertig habe, dann können die Preise schon wieder ganz anders sein und natürlich auch die Aussage, ja, das Papier können wir gerade nicht besorgen. Oder sie müssten bei ihren Karten dann mal 4 Monate warten oder vielleicht auch länger. Und dann frage ich mich dann, wer wartet 4 Monate auf eine Bestellung? Also es ist ja echt der Wahnsinn, was hier inzwischen abgeht. Und ja, ich habe einfach gedacht, ich wollte dich darüber informieren, dass es in meinem Verlag dadurch natürlich auch Veränderungen gibt. Na, weil klar, ich muss diese Preisanpassungen auch 1 zu 1 weitergeben, damit ich hier nicht mit einem Minusgeschäft rausgehe. Und andererseits eben habe ich beschlossen, viele Sachen jetzt eben erstmal abzuverkaufen, weil Kartendecks, wenn ich da 1000 Stück von bestelle, dann lagern die halt hier, dann muss ich Lagerkosten und Versicherung bezahlen. Und dann ist halt die Frage, wie schnell verkaufen sie sich ab, wann muss ich nachproduzieren. Ich müsste ja eigentlich jetzt schon nachproduzieren, wenn ich weiß, es dauert 4, 5 Monate, bis die geliefert werden. Nur weiß ich ja wiederum nicht, ob in diesen 4 Monaten meine bereits bestellte Menge schon abverkauft ist. Das kann ja auch mal länger dauern. Manchmal brauche ich für 1000 Stück ein Jahr oder auch, ich hatte mal ein Kartendeck, da hat das 3 Jahre gedauert, bis die 1000 Stück abverkauft waren. Ich habe aber auch ein Kartendeck, wo das mal relativ schnell geht, wo das dann vielleicht eben wirklich in 4 Monaten schon weg sein kann. Von daher, man weiß es halt einfach nicht. Und wie soll man da kalkulieren? Deswegen habe ich entschieden, die Kartendecks, die ich jetzt gerade erst letztes Jahr bestellt habe, die wurden jetzt im Februar geliefert mit den Mengen. Das heißt, die laufen jetzt noch zum bisherigen Preis und sind im Abverkauf. Also ich weiß noch nicht, wann ich danach produzieren werde und ob ich es überhaupt mache oder ob ich nicht erstmal generell warte, bis sich die Zeiten wieder beruhigt haben. Und das andere ist eben, dass ich die Kartendecks, die unter 20 Euro kosten, zu diesem Preis
über den Handel, wo mir am Ende eben wirklich nur noch 10% bleiben, nicht mehr anbieten kann. Das heißt, die Kartendecks, die du von mir kennst, die unter 20 Euro kosten, bitte, bitte bei mir im Shop kaufen, weil ich werde sie vom Handel jetzt eben auch ausschließen. Da sind vielleicht noch ein paar Reste, die rumschwirren, aber irgendwann wird es die halt definitiv nur noch bei mir geben, weil ich sonst diese Preise einfach gar nicht halten kann. Und wenn ich dann eben Neuauflagen mache, ja, dann muss ich leider wie alle anderen auch die Preise anheben. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber ob es eine Neuauflage gibt, ich weiß es noch nicht. Ich muss da wirklich länger drüber nachdenken. Deswegen wollte ich dich einfach informieren. Noch gibt es natürlich die Karten. Wie gesagt, ich habe gerade erst 1000 Stück von diversen Decks nachbestellt. Also da gibt es noch genug, keine Sorge. Aber ich weiß halt nicht, wie lange noch. Also von daher solltest du jetzt nicht Monate warten, falls du vorhast, ein Kartendeck zu erwerben. Weil dann kann es eben passieren, dass es weg ist oder ich vielleicht gerade auf die Neuauflage warte, die dann aber eben deutlich teurer sein wird. So, okay, genug der vielen Worte. Ne? Ich hoffe, der Witz hat dich amüsiert und dass du mir jetzt gerade noch bis zum Schluss zugehört hast, damit du auch bei mir auf dem neuesten Stand bist, was eben auch hinter den Kulissen so abgeht, ne? Dass das Verlagsgeschäft im Moment auch gerade nicht so einfach ist, weil man eben auch an dieses Papier rankommen muss und es natürlich auch noch bezahlen. Und sämtliche Verkaufspreise natürlich immer auf Basis der alten Papierpreise kalkuliert worden sind. Und jetzt bimmelt gerade mein Handy, also es ist ein Zeichen, ich soll das Video beenden. Also mach's gut. Tschüss.